fängt eben alles im Boden an. Sonst kann eben obendrauf auch nicht viel passieren. Das, was wir mit der mechanischen Bodenlockerung meinen, gut zu machen, machen die Bodenwürmer für uns umsonst. Moin, mein Name ist Jan Große-Kleimann. Ich bin 29 Jahre alt, bin gelernter Landwirt und habe Agrarwissenschaften studiert und habe mich seit einigen Jahren jetzt der regenerativen Landwirtschaft und dem Bodenaufbau verschrieben. Letztendlich hat mich das Erleben der Dürrejahre, die wir hier hatten, wenn man dann mal über den Acker gelaufen ist und gesehen hat, wie einfach alles vertrocknet, sehr eindringlich dahin gebracht, dass wir etwas verändern müssen in unserem System, weil es so eben nicht weitergeht. Und dann habe ich mich entschieden, den Bodenkurs zu machen zur regenerativen Landwirtschaft. Und der, so ein Jahreskurs eben über 10 Tage, der hat mich wirklich komplett umdenken lassen. Und das hat meinen Fokus eigentlich grundlegend verändert, wie ich Landwirtschaft betrachte, dass ich jetzt wirklich den Boden absolut an erster Stelle in der Priorität stelle und auch meine Enkelkinder noch von diesen Böden leben können. Als einen Bodenverbesserer setzt Jan Große-Kleimann Pflanzenkohle ein. Bevor er die Gülle seiner Mastschweine auf die Felder bringt, vermengt er sie mit 0,5% Pflanzenkohle. Ja, die Pflanzenkohle ist, setze ich selber kein Dünger. Die Pflanzenkohle ist aber ein riesen Kohlenstoffgerüst, was Bindeplätze quasi mitbringt. Pflanzenkohle hat eine riesige Fläche. 1 Gramm hat eine Oberfläche von bis zu 300 Quadratmetern. Die Kohle wirkt wie ein Schwamm. Ein Stück kann 3-mal so viel Flüssigmasse aufnehmen, wie es selbst wiegt. Und das hat den riesen Vorteil, dass die Pflanzenkohle Nährstoffe binden kann, die jetzt auch in der Gülle sonst flüchtig wären und hier und da einfach dann ausgasen oder eben verloren gehen. Und gleichzeitig kann die Pflanzenkohle, aber eben auch, wenn sie dann auf dem Acker ausgebracht ist, nachher viel besser Wasser speichern. Das heißt, ich erhöhe letztendlich den Wasser- und Nährstoffspeicher in meinem Boden. Das ist eben eine nachhaltige Investition in meinen Boden und nicht nur eine einmalige Maßnahme für diese Gülle. Das muss man unterscheiden, das ist wichtig. Was diese Gülle für den Boden bewirkt, zeigen wir gleich. Aber auch die Gülle erzeugen, behandelt Jan anders. Ja, wir haben eine Menge Stellschrauben übers Futter, was wir den Schwein Gutes tun können. Wir können aber eben auch schon was für den Boden tun. Und das möchte ich euch jetzt im Stall zeigen. Jan Große-Kleimann hält 3500 Mastschweine. Die bekommen Milchsäurebakterien übers Futter im Trog, aber auch in ihre Atemluft gesprüht. Jan experimentiert mit diesem Luftbefeuchter. Also der Hintergrund ist, dass wir ein stinkendes Milieu eigentlich im Stall haben. Diese normale Urease-Reaktion, dass eben Harnstoff zu Ammoniak irgendwann wird. Und dieses Ammoniak riechen wir im Stall. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir das Ammoniak gar nicht mehr riechen und es gar nicht mehr entsteht, damit wir eben diesen Stickstoff erhalten, dass er in der Gülle bleibt und letztendlich auch unseren Pflanzen zur Verfügung steht. Dass die Milchsäurebakterien Nährstoffverluste verhindern und damit auch die Düngewirkung der Gülle verbessern, im Labor funktioniert das, laut Landwirtschaftskammer NRW. Allerdings bei wissenschaftlichen Feldversuchen habe man keine positive Wirkung festgestellt. Ich kann im Einzelnen nicht bei jeder Maßnahme sofort den Effekt in der Woche danach feststellen. Und trotzdem glaube ich, dass wir in Summe über einen längeren Zeitraum einen Effekt sehen. Und den sehe ich zum Teil auf dem Acker schon, wenn ich länger mit Fermenten da auch arbeite oder mit Milchsäurebakterien. Wobei ich da auch immer sagen würde, es ist die Summe an Maßnahmen. Es ist nicht nur das einzelne Produkt zu dem einen Zeitpunkt, an dem einen Ort, sondern es ist die Summe. Der Familienhof Große-Kleimann in Steinfurt hat Ackerbau und Schweinemast. 190 Hektar bewirtschaften sie konventionell. Auf 10 Hektar haben sie einen Agroforst angelegt. Jan, neuer Trecker und breite Reifen. Ganz genau. Ist mir ein sehr wichtiges Merkmal, damit wir den Boden möglichst gut schonen können, wenn wir darüber fahren müssen mit den Maschinen, die ja leider doch was wiegen. Und damit sie eben nicht so viel wiegen, habe ich mich auch für einen Vierzylinder, einen kleineren Traktor entschieden, dass wir möglichst wenig Gewicht eigentlich nur über den Boden fahren müssen und das mit möglichst viel Aufstandsfläche. Und deswegen lassen wir jetzt auch die Luft hier runter auf 0,9 Bar im Reifen, damit der möglichst breit ist und ja, möglichst wenig verdichtet.
Dann bringt Jan seine mit Pflanzenkohle aufbereitete Gülle auf die Felder mit Zwischenfrüchten. Ihm ist es wichtig, dass seine Flächen das gesamte Jahr über begrünt sind. Bei einem Starkregen zum Beispiel zahlt sich das aus. Größere Regenmengen können in einem solchen lockeren Boden schneller versickern, wegen der vielen Wurzeln und Regenwurmgänge. Bei einem gepflügten, verdichteten Acker besteht die Gefahr, dass er verschlemmt, sich die Poren zusetzen und Boden mit den Regenmengen abgetragen wird. Ja, das ist erstaunlich. Du fährst Gülle und man riecht nichts. Ja, ist genau so, wie es sein soll. Das ist das Ziel der Belebung der Pflanzenkohle in der Gülle, damit wir jetzt hier Gülle fahren können in den wachsenden Bestand, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass ich gerade Nährstoffe verliere, eine Ausgasung habe, das, was wir eben nicht wollen, sondern ich halte die Nährstoffe drin, es riecht nicht, es ist für die Gesellschaft angenehmer und für mich einfacher, weil ich sie eben auch nicht einarbeiten muss. Ich muss nicht ackern. Jan schwört auf das Prinzip immergrün. Zum einen geht es darum, dass wir unser Bodenleben das ganze Jahr über ernähren wollen. Und das tun die Ausscheidung der lebenden Pflanzenwurzeln. Die füttern unsere Bodenbiologie. Gleichzeitig schütze ich damit das ganze Jahr über den Boden vor Erosion, aber auch vor Austrocknung. Ich reduziere die Verdunstung. Das heißt, ich halte mehr Wasser im Boden, wenn ich den Boden das ganze Jahr über bedeckt halte. Und so kann ich am effektivsten und am schnellsten Bodenaufbau betreiben. Letztendlich würde auch kein Landwirt seine Photovoltaikanlage im Sommer ausstellen. Und nichts anderes tun wir, wenn die Fläche im Sommer bei 40 Grad schwarz ist und nicht grün. Wir können die Sonnenenergie nicht ernten. Und das will ich mit diesem immergrünen System, so gut es geht, eben machen. Das Prinzip immergrün haben Jan Große-Kleimann und sein Mitarbeiter René Millert auch hier beim Mais angewandt. Großenteils haben sie den Mais Anfang Mai per Direktsaat in die Zwischenfrüchte gelegt. Und das hat eben den Vorteil gehabt, dass wir hier keinen Boden weiter bewegen mussten, dass der Boden seine Struktur erhalten hat, dass wir das Wasser im Boden gehalten haben und dass wir ja letztendlich dem Mais gute Startbedingungen geben können. Für die Klimaextreme, Dürre, Starkregen, kann er jetzt alles besser abpuffern, wenn wir ihn eben nicht bewegt haben zur Saat. Der junge Mais wäre aber kaum gegen die Zwischenfrüchte angekommen. Deshalb hat Jan das Herbizid Glyphosat eingesetzt. Und das ist in meinen Augen das viel geringere Übel gegenüber der Alternative, die gewesen wäre, das ganze Land einmal zu bearbeiten, Kohlenstoff freizusetzen, Bodenstruktur zu zerstören, Regenwürmer kaputt zu machen, Diesel zu verbrennen. Jetzt habe ich im Prinzip nur in Anführungsstrichen eine kleine Dosis Glyphosat benutzt. Ich habe da auch noch das Wasser so aufbereitet, dass ich mit weniger Wirkstoff klarkomme als der eigentlich gesetzlich angedachten Wirkstoffmenge. Und kann aber dafür eben diese ganzen anderen Vorteile, dass ich jetzt mehr Wasser aufnehmen kann im Boden, Kohlenstoff im Boden halte, das kommt jetzt alles mit durch. Und das ist in meinen Augen ja, ein kleines notwendiges Übel, was ich aber gerne in Kauf nehme, wenn ich sehe, wie sich die Bodenstruktur verändert. Praxischeck nach den ersten 3 Jahren mit regenerativer Landwirtschaft. So, ja, nach 45 mm Regen in den letzten 2 Tagen betrachtet man sich den Boden. Ja, das war richtig schön zu sehen, wie er das Wasser aufgenommen hat, wie wir hier immer noch eine schöne Krümelstruktur haben hier im Oberboden. Der fällt auseinander, ist ein Regen. Regenwürmer da, das ist schon geil, ne? Macht Spaß. Mhm. Wenn ich jetzt schon sehe, wie unsere Böden besser damit zurechtkommen, dass diese Extreme kommen, der viele Regen, so und wie die Befahrbarkeit war im Frühjahr diesen Jahres, nach wirklich viel Regen auch über den Winter. Wir konnten Gülle fahren, wo andere gar nicht Gülle fahren konnten auf den Flächen, weil sie tragfähig waren, weil wir mit Direktsaat gearbeitet haben, was einfach schon einen Effekt direkt im ersten Jahr gebracht hat. Das heißt, wir sind da, denke ich, definitiv auf dem richtigen Weg. Aber sieht man das auf den Pflanzen schon an? Konventionell erzeugter Mais kontra regenerativem. Ja, aber wenn wir mal so jetzt nebeneinander halten, sieht man keinen großen Unterschied. Anders bei den Wurzeln, hier punktet der regenerative Mais. Hier, finde ich, kann man jetzt schon eigentlich ziemlich deutlich sehen, dass hier tendenziell mehr Feindwurzeln zu sehen sind. Das ist ein Unterschied, ne? Drumherum, finde ich auch. Ja. Wir wollen ja eigentlich mit dem ganzen Ansatz
versuchen, dass wir einen stabilen Ertrag bekommen und der eben auch in den trockenen Phasen, da wo es wirklich wehtut, dass er eben da, dass wir trotzdem einen stabilen Ertrag haben und nicht den Spitzenertrag jedes Jahr rausholen mit viel Input und Risiko. Und in diesem Jahr hat natürlich alles gepasst. Wir hatten Wasser ohne Ende für den Mais. Trotzdem können wir ja schon einen Unterschied auch feststellen. Und solange wir ertraglich irgendwo gleich bleiben und es aber auch schaffen, irgendwo Kosten zu reduzieren, indem wir weniger Bodenbearbeitung und weniger Arbeit reinstecken, ist ja auch schon was gewonnen. Jan denkt Landwirtschaft vom Boden her. Für ihn ist das ein spannender Lernprozess und das Mittel, um auf den Klimawandel zu reagieren. So, jetzt seid ihr dran. Was sind eure Erfahrungen mit regenerativer Landwirtschaft? Schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da.